und es hat die Nacht geschneit. Honka. Are you still there, Dad? Well, why don't we just meet here tomorrow night around 10? I think it's supposed to snow. What do we do if there's a blizzard? Either way, we'll be here. Snow problem. What is the problem now? Nice one. Oh, ihr seid schon da. Hi, ich bin's wieder mal, der Dan, the man, wie er mich auch kennt. Ja, was macht der Typ? Er macht ein Video. Ja, langes her, mein letztes Video war meine Buchvorstellung für die Challenge, genau. Ja, und da ist ein bisschen Zeit vergangen. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte nicht so richtig Lust, Videos zu machen und dann zu schneiden und keine Ahnung. Aber jetzt so, zum Jahresende hin, gerade mit der Challenge, die Komo ja auf den Weg gebracht hat, habe ich wieder Lust, was zu machen mit der Kamera und zu schneiden. Und da dachte ich mir jetzt mal, dritter Advent, da kannst du ja mal vor die Kamera setzen und ein bisschen was eben. Ja, beides Weihnachten in 11 Tagen schon. Unglaublich, wie schnell das Jahr rumging, muss man echt mal sagen. Also Wahnsinn, wie das Jahr vorbeiging. Ja, Weihnachten feiere ich, um mal auf Komos Frage zu antworten. Klassisch zu Hause mit der Familie, also meiner Schwester, meinem Dad und meiner Mom, und sind halt 4 Mann und essen ein bisschen was, also wir werden Gans geben bestimmt und vielleicht ein paar Lieder singen und ja, dann Geschenke, halt Bescherung. Ja, das wird zum großen ganzen Weihnachten sein dieses Jahr. Was dann nach Weihnachten direkt gleich kommt, ist Silvester. Und dann kann man mal fragen, was macht ihr Silvester so? Seid ihr irgendwo mit Freunden oder auf einer ganz großen Feier irgendwie? Macht mal Videos, was macht ihr Silvester? AFP. Würde mich mal interessieren, was Silvester so bei euch los ist. Apropos Silvester, ist ja auch die Deadline für die neue Challenge von Komo. By the way, echt gute Idee, Komo, muss man echt mal sagen. Da kann man echt viele schöne Sachen von diesem Jahr nochmal rauskramen und in dem Video präsentieren. Ist eine echt coole Idee. Und ich habe schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Und werde da wohl bald mal ein bisschen was aufnehmen und schneiden. Und mal gucken, wann ich es dann online stelle. Ja, was macht der Mann noch so? Ja, ich arbeite immer noch im Krankenhaus als Zivildienstleistender. Wissen vielleicht einige schon oder noch, je nachdem. Und macht immer noch Spaß auf jeden Fall im Krankenhaus zu arbeiten. Und ich meine, klar, es gibt solche Tage und solche Tage. Aber im Großen und Ganzen macht das schon echt Spaß, also kann man echt empfehlen. Ja, ansonsten war ich gestern auf dem Deichkind-Konzert. Wer es nicht kennt, Deichkind sind die mit. Das war ziemlich geil, auf jeden Fall. Von der Location her war es auch gut gemacht. Das war so eine Art Disco. Aber auf mehreren Etagen kann man also von oben auf die Bühne runter gucken und halt von unten. Und das war schon nicht schlecht.
Und von der Atmosphäre her war es auch ziemlich cool. War volles Haus und es war auch mehr Show als Konzert, kann man sagen, weil was die halt auf der Bühne gemacht haben, ist echt sensationell. Und wer halt echt mal eine Gelegenheit hat, sich die Band mal anzuschauen live, macht's echt, es lohnt auf jeden Fall. Ja, was geht noch so? Ja, das Restsonntag jetzt noch die paar Stunden und dann wieder arbeiten die Woche. Dann morgen, ab morgen, Frühdienst habe ich dann, genau, von 6:30 an und ja, wird lustig. Auf jeden Fall besser als Spätdienst, sage ich euch. Und ja, wir werden mal zum Zahnarzt gehen die Woche, weil mir zieht es hier oben links so ein bisschen in den Zahn rein. Wollen wir mal durchchecken lassen. Noch dieses Jahr zumindest. Ja, ansonsten würde ich sagen, ist das gewesen jetzt von meiner Seite aus. Und ja, macht's gut und noch einen schönen Sonntag. Ich bin wieder bei GTA gestorben. Ah, verdammt.